Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Ja, wir kommen einfach nicht weiter. Offenbar sind wir hier nicht erwünscht bei den kleinen Gnomen oder Trollen oder was auch immer. Also gehen wir jetzt mal eben zurück ins. Ja, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Zurück zum Hauptstand. Vielleicht hat er ja jetzt für uns Zeit. Rauchende Büffel soll man nicht stören. Ja, aber ich muss mit dem. Was muss ich denn hier machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Die Erdwichtel-Version eines Teddybären, wie mir scheint. Ich habe offenbar irgendwas falsch gemacht, habe ich das Gefühl. Weil ich kann nichts mehr machen. Ich gehe mal kurz zum Orklager. Benutze die Presse. Müllhaufen. Wo habe ich denn die Pilze her? Ich weiß gar nicht, wo ich die Pilze her habe. Scheiße. Ich brauche Hey, Hilfe. Gulliver. Ah, der Lebende. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Moment. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Du scheinst Esther gern zu haben. Und du und Esther? Wir lieben uns. Toll. Wir wollen eine Familie gründen. Das ist großartig. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Juhu. Hier in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Was macht sie da? Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Hä? Ach, das funktioniert. Pizza. Okay. Das ist wirklich bizarr. Gehen wir mal raus. Was sollen wir die beiden machen? Ach, das ist eine Antenne. Jetzt ist hier aber mal da. Jetzt kann ich mal auswählen. Ein Metallgestell, so etwas wie eine Antenne. Die Kabel führen in die Gruft. Wenn ich Gulliver richtig verstanden habe, soll der Blitz in die Antenne einschlagen und dann irgendwie seinen Körper mit Leben füllen. Keine Ahnung warum. Ein Metall. Da bleib jetzt so das richtig? Vielleicht kannst du jetzt. Rauchende Büffel. Nein, ich kann nichts machen. Warum nicht? Was muss ich denn jetzt machen? Ich frag noch mal. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Und wie geht es nun Was weiter? genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnte man das anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das. Ich muss weiter. Atmen, mein Herzschlag. Lass dich nicht aufhalten. Okay, vielleicht kann ich jetzt dorthin. Eine dicke, alte Kuh, und die mich nicht zu hören scheint oder sich nicht beleidigt. Ah, jetzt kann ich mit ihm reden. Huh!
Ich höre dich. Du bist doch Regenmacher. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Danke sehr. Viel Spaß mit den neuen Pilzen. Dann probieren wir es jetzt mal mit den neuen Tanzschritten, ob das funktioniert. Bin ich mal gespannt. Also gut. Okay, das muss ich nochmal neu machen. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja, das glaube ich auch. Nochmal. Also gut. Hä? Oh nein, wir vermasselt's. Nochmal. Oh, noch einmal. Also gut. Oh, ich habe nur 3 Versuche, das ist unfair. Nochmal. Also gut. Nein, das darf nicht wahr sein. So nah und so doch entfernt, verdammt. Da, das war schon gar nicht schlecht. Ja, jetzt noch einmal. Also gut. Scheiße! Mann, das gibt's nicht. Ja, sie klatscht. Das war schon gar nicht schlecht. Nochmal. Also gut. Ah, dass ich. Also gut. Nein! Das darf nicht wahr sein. Jetzt hast du es geschafft. Verdammt, ich war so dicht dran. Oh, nochmal. Also gut. Das darf nicht wahr sein. Ah! Das war schon. Also ich will gut. Das erst mit dem Blitz hinter mir haben. Aber ich mach doch alles richtig. Da. Ich mach alles richtig. Also gut.
Das ist unglaublich. Da, das war schon gar nicht schlecht. Noch einmal. Probieren wir es jetzt noch einmal. Also gut. Das ist unglaublich. Verdammt, ich war so. Also gut. Ich hab's fast geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Verdammt, ich war so dicht. Also gut. Es hat funktioniert. Schnell, Butterkeks, bring mich zu meinem Körper. Ja, es hat funktioniert. Schon in Ordnung, ich brauche keine Hilfe. Undankbares Zombie-Pack. Ach, geschafft. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frag gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist er? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Entzückend. Viel Glück. Ja. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Später. Tada! Kleider machen Leute, Rüstungen machen Helden. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Oh, warte mal, der hat was fallen gelassen, glaube ich. Geh noch mal kurz hin. Nee, doch nicht. Okay. So, dann gehen wir als nächstes hin. Gruft abgeschlossen, offenbar. Oh, da müssen wir jetzt hin. Ah, ja. Gehen wir zu den Ogern. Reden wir mal mit Grump. In der letzten Episode haben wir mit ihm geredet. Jetzt reden wir mal mit Grump. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Willst du etwas ganz essen auf deinem Teller verdrücken? Aber ich jetzt mal die zweite Antwort. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schlaf ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schlaf gar kein richtiger Kerl. Schlaf noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst?
Schloff nicht erlauben. Und Schloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Kann man Schloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Schloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Schloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Schloff gerne Cocktails trinken. Ugar-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Bist du auch so schnell betrunken wie Schloff? Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Schloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Schloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Was hältst du davon, wenn ich euch einen Ogercocktail mache? Ich könnte euch einen Ogercocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Schloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Was brauchst du für einen Ogercocktail? Also, was gehört alles in einen guten Ogercocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogercocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Gut. Da ist der Schrank. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, machen Cocktail für Schloff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Juhu, wir dürfen da rangehen. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Da oben sehe ich auch schon so ein Cocktailglas. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Schloff betrunken zu machen? So, was brauchen wir noch? Ich muss mal ganz kurz gucken. Da ist der Sack. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ja, nimm mit. Gut. Und der Schlauch. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Oger es verwenden. Ich glaube, ich weiß, wie man die Sachen machen könnte. Zutaten, warte mal. Eine Lank... Moment, wo ist das Orglager? Da ist das Orglager. Ey. Jetzt müssen wir hier zum Orklager und da die Äpfel auspressen. Jetzt eigentlich, wozu die für die Presse brauchen. Moment. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken.
Gut. Sieht aus wie ein Darm. Ja, mit dem Alkohol müssen wir jetzt, glaube ich, kochen, oder? Hey, Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen, da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Wahrscheinlich. Gut, warte mal, das ist eine kleine Öffnung, sehe ich gerade. Vielleicht können wir da den Schlauch dran schlecken. Machen wir es mal eben. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. So. Apfelsaft. Ah, da kommt was. Und fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Wie denn? Hä? Okay. Und nochmal. Das sieht schon etwas besser aus. Und noch einmal. Das sollte reichen. Und jetzt? Das Cocktailglas? Ich kriege jetzt... Damit sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Ah. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Juhu, wir haben es geschafft. Dann können wir jetzt zurückgehen. Moment. Muss ich über die Karte machen. Na komm. Hier, gib's auf den Cocktail. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nie. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ich bin blind. Dann du fertig gelesen. Nein, ich. Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Ich hab immer noch Hunger. Was? Hunger. Grump muss jagen. Hä? Warte mal, die Bretter. Kann ich was mit den Brettern machen? Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Viel aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Und jetzt? Hä? Kann ich hier noch was machen? Also gut, versuchen wir es. Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken.
Autsch. Ein Langhaar-Kaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Der Weg ist frei. Juhu, wir haben es geschafft. Dann nehme ich jetzt eben ganz fix ein Schild. Und dann gehe ich wieder. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Okay. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.